Kölner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner Live. Ja, willkommen bei Kölner Live und bei uns zu Gast ist heute SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Trotzter. Grüß Gott, Herr Trotzter. Guten Abend. Herr Trotzter, morgen ist der SPÖ-Parteirat, da wird die Bundesliste offiziell abgesegnet und es ist eigentlich auch der offizielle Wahlkampfstart der SPÖ. Kann man das so sagen? Würden Sie das auch so sehen? Ja, ich glaube, wichtig ist, dass wir morgen einmal zwei Beschlussfassungen herbeiführen. Eine über die Bundesliste, das betrifft 410 Personen, je zur Hälfte Männer und Frauen, 205 Frauen, beginnend auch mit unserer Spitzenkandidatin und Kanzlerkandidatin Randy Wagner und 205 Männer. Das ist etwas, was nicht in allen Parteien selbstverständlich ist. Bei uns ist dieser sogenannte Reißverschluss und dieses halbe-halbe Prinzip seit geraumer Zeit eine Idee, die wir auch wirklich konkret mit Leben erfüllen. Und zum Zweiten geht es morgen auch um das Programm für den Wahlkampf, um die Leitlinien fürs Programm und um unsere Ideen, wie wir uns im Wahlkampf positionieren werden. Da wird es um Fragen des Wohnens gehen, da wird es um Fragen der Pflege gehen, um Fragen einer guten Gesundheitsversorgung, eines funktionierenden Bildungssystems. Also wir haben morgen genug zu tun. Aber es wird, Sie haben es eh schon ein bisschen gerade angekündigt, es wird ein Sozialwahlkampf. Sie setzen in diesem Wahlkampf auf Sozialthemen. Das wird das große Kernthema oder sozusagen die Erzählung der SPÖ in diesem Wahlkampf sein. Na gut, das ist traditionell die Erzählung der Sozialdemokratie. Und natürlich ist diese Frage eines fairen Bildungssystems einerseits als Sozialfrage zu diskutieren, aber andererseits natürlich auch elementare Frage der wirtschaftlichen Fortschritte und des wirtschaftlichen Fortschritts. Nur wenn wir wirklich gute Ausbildung haben, werden wir auch wirtschaftlich in den nächsten 20, 30 Jahren erfolgreich sein. Ich meine, man schaut, die halbe Welt schaut auf Österreich und die Lehrlingsausbildung, die wir haben, gibt es ja wirklich nur in einer Handvoll Ländern dieser Welt, ist ein ganz wichtiges Asset. Diese gute Ausbildung auszubauen, ist jedenfalls für den Wirtschaftsstandort genauso entscheidend wie für die Frage des Einkommens und des Verdienstes und wenn man so will, auch für die Sozialfragen. Mhm. Jetzt ist die Parteivorsitzende, ja muss man sagen, schon sehr präsent, zumindest auf Social Media in diesem Wahlkampf. Wie sind Sie denn zufrieden mit ihr in diesen ersten inoffiziellen Wochen des Wahlkampfes? Also ich muss sagen, wir haben jetzt zweierlei gemacht. Wir haben uns in Social Media komplett neu erfunden und das muss ich sagen, funktioniert wirklich sensationell. Wir sind die Nummer eins, gemessen in den Interaktionen, gemessen in den Reaktionen, die wir auf Facebook haben. Wir haben allein in den letzten 4 Wochen über 500.000 Interaktionen auf der Seite der Parteivorsitzenden von Pamela Rendi-Wagner gehabt. Wir haben weitere 300.000 bei der SPÖ gehabt und dann kommt erst Sebastian Kurz. Also diese Erzählung, dass die SPÖ Social Media nicht kann, ist nicht länger aufrechtzuerhalten. Wir sind sehr stolz, dass wir da jetzt das erste Mal nach Jahrzehnten als Erste durchs Ziel gehen. Und das Zweite ist, dass sie eine ganze Reihe von Bundesländern besucht hat, 9 an der Zahl innerhalb von nur 16 Tagen und dort eine sehr positive Stimmung für sie als Person wahrgenommen hat. Sie haben jetzt gerade Social Media angesprochen. Ist das auch ein bisschen der neue Schwerpunkt in diesem Wahlkampf? Sie haben ja gesagt, traditionell war die SPÖ ja in den letzten Jahren auf Social Media nicht unbedingt sehr präsent. Wenn man es jetzt vergleicht mit der FPÖ, aber auch der ÖVP, war die SPÖ da doch weit abgeschlagen. Wollen Sie da jetzt einen richtigen Schwerpunkt drauf legen? Wir setzen Wochen? Da einen Schwerpunkt und das ist auch entscheidend. Es gibt viele Expertinnen und Experten und sie unterhalten sich ja da auch mit vielen, die großes Know-how auf dem Gebiet haben. Die sagen, der Fernsehwahlkampf der 70er Jahre ist jetzt der Digitalwahlkampf der 2000er Jahre. Ich würde das Fernsehen als Leitmedium nicht unterschätzen wollen und auch Fernsehdiskussionen nicht unterschätzen wollen, aber klar ist, dass man in dem Social-Media-Bereich und im Digitalen eine Möglichkeit hat, Dialog zu führen, eine Möglichkeit hat, über Probleme zu reden, eine Möglichkeit hat, über Themen
Abfragen zu machen, die unglaublich schnell gehen und die sofort zu Reaktionen führen. Also wenn man sagt, man hat auf der einen Seite einen Schwerpunkt am Digitalen, wie wir das tun und wie wir das jetzt sehr erfolgreich tun, und auf der anderen Seite sagt, man ist konkret vor Ort, dann hat man im digitalen Raum eine Vielzahl von Gesprächen und man hat vor Ort eine Vielzahl von Gesprächen, und aus all dem werden wir unsere politischen Ableitungen treffen. Wie viel geben Sie denn auf Social Media eigentlich aus? Da gibt es ja sicher auch ein Budget dafür. Da gibt es ein Budget, aber das ist eine durchaus überschaubare Summe, die sich in Summe über den gesamten Wahlkampf im sechsstelligen Bereich bewegen wird. Aber das viel Wichtigere ist ja... Das sind keine Millionen. Das sind keine Millionen, ganz genau. Aber viel wichtiger ist ja, dass es nicht eine Einbahnstraße ist, wie bei einem Plakat, ja, sondern dass es eine Möglichkeit ist, ins Gespräch zu kommen. Wir fragen zum Beispiel, wie wohnen Sie, wie ist Ihre Wohnsituation, was stört Sie an Ihrer Wohnsituation? Da kommt man ja sehr rasch drauf, wo die realen Probleme sind und wo wirklich der Schuh drückt. Jetzt haben wir heute in der Tageszeitung Österreich geschrieben, die Werbelinie macht einer der bekanntesten Werber Österreichs, Luigi Schober. Ich weiß nicht, ob Sie das schon bestätigen können. Jetzt ist der Luigi Schober, muss man sagen, kein unumstrittener Werber, hat auch damals den Wahlkampf von Alfred Gusenbauer gemacht, und da gab es diesen berühmten Napalm-Saga. Die SPÖ-Kampagne werde purer Napalm sein. Wird das wieder so eine Napalm-Kampagne? Also ich muss Ihnen sagen, dass das auf die 2019er Kampagne sicher nicht zutrifft. Ich habe Ihre Zeitung gelesen, möchte aber sozusagen jetzt über unsere Partner im werblichen Bereich nicht weiter diskutieren. Wichtig ist, dass das jetzt in der Konzeptionsphase ist, und wichtig ist auch, dass wir da gut vorbereitet sind. Und der von Ihnen erwähnte hat immerhin 21 von 22 Wahlkämpfen gewonnen. Wenn er es tatsächlich für uns macht, wäre es schön, wenn er dem noch einen 22. Wahlkampf, den er gewinnt, hinzufügen kann. Ist das auch das Wahlziel? Ist das Wahlziel Platz 1? Weil das war ja immer so ein bisschen, kommt mir ein bisschen herumlavieren. Sagt man jetzt an, wir wollen Erster werden, oder sagt man es nicht, weil der Abstand in den Umfragen doch relativ deutlich ist derzeit? Was ist denn jetzt die Ansage? Will die SPÖ Erster werden? Kann sie überhaupt Erster werden bei dieser Wahl? Also, wenn Sie mich vor 8 Wochen gefragt hätten und mir gesagt hätten, dass Hanse Strache 700.000 Fans auf Facebook hat und Sebastian Kurz 500.000 Facebook-Fans hat und Randy Wagner 80.000 Facebook-Fans hat, und Sie hätten mich gefragt, ob es eine Chance gibt, dass wir Nummer 1 sind, dann hätte ich gesagt ja, und Sie wären genauso überrascht gewesen, wie Sie jetzt möglicherweise überrascht sind, wenn ich sage, wir haben diesen Anspruch, das ist eine Selbstverständlichkeit, und wir halten das auch für möglich. Wir werden einen guten, konzentrierten, hochprofessionellen Wahlkampf führen. Da muss ich zugeben, das war nicht immer so, diesmal wird es so sein. Und wir sind in Social Media gut aufgestellt. Wir haben mit der Tour bereits begonnen und werden diese Tour fortsetzen und werden morgen unseren Parteirat erfolgreich absolvieren, und dann blicken wir nach vorne, weil wir merken jetzt auch, dass es wirklich einen Aufwärtstrend für uns gibt, und die Aufholjagd hat jetzt begonnen. Für Aufregung hat heute gesorgt, dass der Rechnungshof Anzeigen gegen ÖVP und eben auch SPÖ einbringt. Von der SPÖ will er konkret wissen, ob die Aktivitäten des Pensionistenverbandes und der SPÖ-Gewerkschaft, also der FSG, in die Wahlkampfkosten eingerechnet wurden beim letzten Wahlkampf. Ist das so? Also ich bin sehr froh, dass der Rechnungshof da jetzt penibel geprüft hat. Interessanterweise hat er bei der ÖVP ja eine Wahlkampfkostenüberschreitung von 6 Millionen vorgestellt und all die Vereine, in denen Herr Blümbel in Funktion ist, problematisiert. Wie wir wissen, ermittelt ja auch die Staatsanwaltschaft in diesen Krausen. Wir haben hier nichts zu verbergen. Ich bin sehr froh, wenn diese Frage geklärt wird und wenn es ein klares Prozedere gibt und der unabhängige Parteien Transparenzsenat ist sicher berufen, das anzuschauen. Wir haben alles offengelegt, was offen zu legen war, und haben keine Spenden dieser Organisationen verzeichnet. Aber wenn das jetzt abseits des Rechnungshofs noch einmal der UPTS anschaut, also der Parteientransparenzsenat, soll uns das recht sein.
Aber Sie sagen sozusagen von diesen genannten Organisationen, also Pensionistenverband und von der FSG, gab es keine Spenden im letzten Wahlkampf. Gab es keine Spenden, genau. Wie wird das in diesem Wahlkampf sein? Können Sie das ausschließen? Also in diesem Wahlkampf kann ich ausschließen, dass es Spenden gibt, die wir nicht vollständig deklarieren würden. Sie wissen ja, wir haben im Parlament in der letzten Sitzung sehr zum Missfallen der ÖVP, die ja Politik für Großspender macht und daher irgendwie keine Spendenobergrenze wollte, eine Spendenobergrenze von 7.500 Euro pro Spenderin und Spender beschlossen. Das Geschrei der ÖVP und der NEOS war dann riesig. Wir halten das nur trotzdem für richtig. Es kann nicht sein, dass man sich Politik kauft. Und wenn Sie daran denken, dass es eine Reihe von Immobilienunternehmen gibt, die ÖVP finanziert haben und dann hören, dass die Grunderwerbsteuer für große Immobilienunternehmen abgeschafft wurde, wenn Sie wissen, dass Hoteliers die ÖVP finanziert haben und man hört dann, dass der Mehrwertsteuersatz für Hoteliers von 13% auf 10% gesenkt wird, dann kann man sich ausrechnen, dass wenn man 1 und 1 addiert, 2 rauskommt. Jetzt ist ja die Kritik der anderen Parteien, insbesondere der ÖVP, dass eben diese Vereine, diese Organisationen zwar nicht direkt an die SPÖ spenden, aber Wahlkampfveranstaltungen ausrichten, teilweise Briefe an ihre Mitglieder schicken, wo sie zur Wahl der SPÖ aufrufen. Hat das nicht schon einen, ich mal, ein bisschen negativen Beigeschmack? Ja, ich glaube, das ist der Versuch des Karl Nehammer, des ÖVP-Sekretärs und all derjenigen, die da dahinter stehen, mit Dreck zu werfen, um von sich selbst abzulenken. Ich meine, Fakt ist, es hat der Rechnungshof geprüft, Fakt ist, der Rechnungshof übermittelt das jetzt an den unabhängigen Parteien Transparenz-Senat. Ich finde gut, wenn das geprüft wird. Fakt ist, die Liste der ÖVP ist so lange, die Liste unserer Punkte ist so lange, würde ich anstelle des Karl Nehammer sein, aber das ist vielleicht eine Frage des persönlichen Charakters, würde ich den Dreck vor der eigenen Haustür kehren. Und der Dreck ist vom Rechnungshof heute noch einmal benannt worden. Statt 7 Millionen gesetzlich haben sie 13 Millionen Euro ausgegeben. Wir haben statt 7 Millionen 7,4 Millionen Euro ausgegeben. Beides wurde gemeldet. Die ÖVP hat eine lange Liste mit Vereinen, die man nur mehr als dubiose Vereine bezeichnen kann, die in der Regel aus 3 Mitgliedern bestehen, wo meistens der Herr Blümel in einer zentralen Funktion ist. Wir haben Vereine angegeben wie den Pensionistenverband, der 400.000 Mitglieder hat. Also wenn Sie Geldwäsche machen wollen oder wenn Sie das machen wollen, was Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video angekündigt hat, werden Sie es dann mit einem Verein machen, der 400.000 Mitglieder hat, oder machen Sie es mit einem Verein, der 3 Mitglieder hat? Alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, sagen, das Gefährliche sind die kleinen Vereine. Und wenn es so ist, dass der Pensionistenverband in seiner Zeitung den damaligen Bundeskanzler am Cover hatte, dann muss ich Ihnen sagen, da ist er in guter Gesellschaft, zum Beispiel auch Ihrer Zeitung, weil auch Sie haben den damaligen Bundeskanzler am Cover gehabt. Das war eine redaktionelle Entscheidung Ihrer Zeitung Österreich, so wie es eine redaktionelle Entscheidung des Pensionistenverbands ist, wie Sie Ihr Cover gestalten. Ich kann darin jetzt keine Parteispende erkennen, der Rechnungshof offensichtlich auch nicht. Wenn es der unabhängige Parteientransparenzsenat nochmal anschaut, ist es gut, ist es mir recht, mir geht es da um eine Objektivierung, aber ehrlich gesagt, die ÖVP hat da einiges aufzuarbeiten, einiges aufzuholen, wie im Übrigen auch die NEOS. Das ist auch ganz interessant, dass die ja noch bevor das Gesetz in Kraft getreten ist, eine 300.000 Euro Spende von Hans-Peter Haselsteiner eingenommen haben. Das ist sozusagen rechtlich in Ordnung, moralisch sicher nicht. Die ÖVP, abschließend zu dem Thema, hat ja auch heute angekündigt, dass sie sich beim unabhängigen Parteientransparenzsenat eben anzeigen wird wegen Umgehungskonstruktionen. Werden Sie die ÖVP eigentlich auch anzeigen? Nein, das ist nicht mein Stil. Jetzt ehrlich gesagt, was der Rechnungshof da aufgezeigt hat, das ist eine wirklich lange Liste. Da hat der Karl Nehammer genug zu tun, da hat der unabhängige Parteientransparenzsenat zu prüfen. Wenn es sozusagen auf der kurzen Liste der SPÖ Fragen gibt, die zu beantworten sind, werde ich diese Fragen korrekt und vollumfänglich beantworten. Aber mit diesem Negativ-Campaigning, das da von Seiten der ÖVP gemacht wird, die immer vom Nicht-Anpatzen reden, mit dieser Art und Weise Politik zu gestalten, möchte ich nichts zu tun haben. Wir wollen in unserem Wahlkampf nicht über die ÖVP-Spendenliste reden, weil das hat die ÖVP zu erklären, und zwar gegenüber dem UPDS.
wir wollen über unsere Themen reden. Wie kann man Wohnen leistbar machen? Wie kann man die Mehrwertsteuer für Mieten abschaffen? Wie kann man die Maklergebühr so neu gestalten, dass sie vom Verkäufer bezahlt werden muss? Das sind letztlich die Fragen, die die Menschen interessieren und nicht die Frage, ob die Liste der ÖVP 8-mal so lang ist wie die der SPÖ, was ein Faktum ist. Haben Sie eigentlich Angst vor einem Schmutzkübel-Wahlkampf? Weil viele warnen ja davor, dass das diesmal besonders brutal, aber auch untergriffig werden könnte. Also ich muss sagen, ich bin ein angstfreier Mensch. Ja. Angst vor dem Verlust von Menschen, die mir wichtig sind. Vor schweren Krankheiten, vor Schmutzkübel-Kampagnen der ÖVP habe ich wirklich keine Angst. Ich muss Ihnen das so sagen. Ich halte es aber auch für wahrscheinlich. Ich kann Ihnen nur das sagen, was wir tun werden. Wir werden einen sauberen, fairen Wahlkampf führen, wo wir unsere Themen in den Mittelpunkt stellen. Und wenn die ÖVP jeden Tag eine Aussendung macht und jeden Tag 3 Anzeigen macht und wenn sie der Bundeskanzler wieder hinstellt, was er getan hat und uns mit Videos in Verbindung bringt, dann werden wir uns gerichtlich wehren. Aber dass wir jetzt irgendwie die Oberdenunzianten geben, so wie die ÖVP das jetzt anlegt in ihrem Wahlkampf, werden wir sicher nicht tun. Wenn wir angegriffen werden, werden wir Stellung nehmen, werden wir uns wehren. Wenn es Unterstellungen gibt, die rechtlich zu verfolgen sind, werden wir es verfolgen. Aber diese Art und Weise, mit der die ÖVP da jetzt in den Schmutzkübel greift, und zwar 77 Tage vor der Wahl, die lässt wirklich Schlimmes vermuten. Jetzt gibt es, Sie haben es eh auch schon angesprochen, ein Wahlkampfkostenlimit, knapp 7 Millionen Euro. Ist das, wie hoch wird denn das Wahlkampfbudget der SPÖ sein in diesem Wahlkampf? Werden Sie dieses Limit ausreizen? Wir werden diese 7 Millionen Euro ausgeben. Wir sind ja eine Organisation, die aus Bund, Länder, Gemeinde und Sektionsebene besteht. Und wir haben eine klare Verabredung, dass der Bund um die 5 Millionen Euro ausgeben wird und die Länder, Gemeinden und Sektionsebene und die Bezirke rund 2 Millionen ausgeben werden. Sie haben den Schwerpunkt Social Media erwähnt, da werden wir weiter investieren. Wir werden mehrere Plakatwellen haben. Und werden möglichst viel unterwegs sein. Und diese Tour wird auch Geld kosten. Aber in Summe werden wir uns da im Budget dieser 7 Millionen Euro bewegen. Und damit kommt man auch gut aus. Aber da ist eine Tour durch ganz Österreich geplant mit der Parteivorsitzenden. Genau. Wie genau wird das ausschauen? Also das ist derzeit im Entstehen, weil die Idee ist ja sozusagen nicht nur Parteifunktionärinnen und Funktionäre zu treffen, sondern auch Menschen zu treffen, mit denen wir jetzt schon über Facebook kommunizieren und im digitalen Raum kommunizieren. Es gibt eine weitere Idee, das ist die Pioniere in den unterschiedlichsten Gebieten zu treffen, also Menschen, die erfolgreich sind als Unternehmer, Menschen, die also erfolgreich sind in Sozialberufen, mit denen über ihre Berufe zu reden und über ihre Nöte, Anforderungen und Bedürfnisse. Ich glaube, es geht darum, gut zuzuhören und ich muss sagen, als Ärztin ist sie gewöhnt zuzuhören und wird das auch in einer besonders sympathischen und gewinnenden Art und Weise tun. Und was wir dort an Feedback bekommen und an Ideen bekommen, wird auch in unsere Wahlplanung einfließen. Jetzt wird morgen eben die Bundesliste abgesegnet. Jetzt gab es durchaus auch, sag ich mal, kritische Kommentare von politischen Kommentatoren zu dieser Liste, dass da halt keine Überraschung drauf ist, dass da sehr viele Gewerkschafter drauf sind. Eher, sage ich mal, eine sehr gestandene SPÖ-Liste, aber so der richtige Überraschungseffekt fehlt dieser Liste ein bisschen, oder? Also ich muss einmal sagen, ich nehme für unsere Parteivorsitzende in Anspruch, dass die vor 2 Jahren noch nicht in der Politik war. Ja, ich meine, ich war bis vor 3 Jahren... Sie und die Frau Rendi-Wagner sind die Überraschung. Ich bin wahrscheinlich nicht sehr überraschend. Sonja Hammerschmidt war Rektorin einer großen Universität, ist auch Quereinsteigerin. Wenn man nach Stars und Starlets sucht, wird man bei unserer Liste nicht fündig. Da wird es andere geben, die am Ende Quereinsteiger positionieren.
Davon haken Sie nichts, von Quereinsteiger. Ehrlich gesagt, ich halte von diesem spekulativen Instrument wenig. Ja. Und das sage ich durchaus auch als jemand, der jetzt als Abgeordneter im Parlament sitzt und eine überschaubare Anzahl von Reden von Quereinsteigern gehört hat, ob das die Politik jetzt wirklich entscheidend weiterbringt. Möchte ich ohne irgendjemand da jetzt persönlich zu adressieren, in Frage stellen. Mhm. Kommen wir noch zum Tag nach der Wahl, den gibt es ja auch. Ja, und da ist die große Frage, wer kann überhaupt nach dieser Wahl noch mit wem? Weil derzeit schaut es nicht so aus, als lässt sich da irgendwie eine Koalition finden. Jetzt hat aber die Parteivorsitzende Randy Wagner unlängst in einem Interview gesagt, sie kann sich eine Koalition mit einem Sebastian Kurz und der ÖVP durchaus vorstellen, aber nur unter ihren Bedingungen. Welche Bedingungen sind denn das? Also ich glaube, man muss überhaupt einmal sagen, dass jetzt das Wahlergebnis abzuwarten ist. Jetzt sind die Wählerinnen und Wähler am Wort. Und meine Erfahrung ist, dass jedes Wahlergebnis gewisse Koalitionen möglich macht und andere unmöglich macht. Und daher scheint es mir relativ sinnlos, vor Vorliegen eines Wahlergebnisses über Koalitionen zu spekulieren. Und zum Zweiten ist es so, dass weder die Parteivorsitzende noch mich mit dem Sebastian Kurz, den wir aus der Regierungsarbeit kennen, eine persönliche Abneigung verbindet. Und es geht auch nicht um Sebastian Kurz als Person, sondern es geht um das System Kurz. Das System Kurz, das jetzt 18 Monate regiert hat und 18 Monate lang am Ende nicht auf Arbeitnehmerinteressen geschaut hat, keinen Dialog mit der Zivilgesellschaft gesucht hat. Und wenn der Sebastian Kurz bereit ist, mit uns über eine Koalition zu reden, dann wird man nicht über Message Control und nicht über Generalsekretäre, die Millionen kosten, reden, sondern über die Themen, die die Menschen interessieren. Und das ist das Thema Wohnen, das Thema Mieten, es ist das Thema Pflege, wie kann man seriös finanzieren, es ist das Thema der medizinischen Versorgung, also das, was Sie die Sozialthemen reden, und auch über die Art und Weise, wie man unsere Wirtschaft modernisiert, wird man mit uns sehr, sehr gut reden können. Und dann muss man schauen, ob man zusammenkommt oder nicht. Aber es geht nicht um eine Antipathie oder Sympathie für eine Person. Ja, weil persönlich, muss ich sagen, habe ich mit Sebastian Kurz keine negative Erfahrung, sondern es geht um das System Kurz, das er da geschaffen hat, und um die Ibiza-Koalition, die da jetzt regiert hat und die er auch fortsetzen möchte, wenn ich das ernst nehme, was er sagt. Und offensichtlich will sie auch Norbert Hofer fortsetzen. Dann fragt man sich allerdings, warum geht man überhaupt wählen? Aber Ihr Ziel ist schon, dass die SPÖ einer nächsten Bundesregierung angehört? Unser Ziel ist ganz klar, Nummer eins zu sein und der Bundesregierung anzugehören, nicht nur anzugehören, sondern sie zu führen. Ob sie das ausgeht, wissen wir am Abend des 29. und welche Koalitionen möglich sind, wissen wir wohl auch am Abend des 29. Und dann besuche ich Sie gern wieder im Studio und wir reden über die Konsequenzen aus dem Wahlergebnis, das ich aber wirklich nicht vorwegnehmen möchte. Mhm. Herr Dotzer, vielen Dank. Ich hoffe, Sie werden dazwischen auch noch ein paar Mal zu uns kommen. Gerne, langer Wahlkampf. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind dann gleich wieder zurück und dann sprechen wir über das Urteil zu den Rapid-Fans. Da gab es nämlich heute ein Hammerurteil, das in Wien getroffen wurde. Es geht um die Einkesselung von Rapid-Fans beim Wiener Derby. Heute wurde da dementsprechend entschieden, dass diese Einkesselung der Polizei, der Fans, teilweise zumindest rechtswidrig war. Und dazu sprechen wir gleich mit einem Fanvertreter. Nach einer ganz kurzen Werbepause sind wir zurück.